Vielleicht kann man sowas auch natürliche Auslese nennen. Ich muss nicht schneller rennen. Ich muss nur schneller rennen können als du. Quatsch. Ja. Up these stairs. Birthday kid here. Warum ist hier Erste Hilfe? Hier draußen. Hast du das gerade hingelegt? Nein, das lag schon so. Here. Okay. Okay, it's gonna last for a bit. Geht's hier um Elke? Wow! Reloaden! Oh, wir sind im Rotlichtviertel. Nee. Warum leuchtet das Geschäft rot, wenn es um Hummer geht? Ah! Oh, die wollen wir rummachen. Beton liegt auf Waren. Geht's da weiter oder können wir uns noch ein bisschen umsehen? Oh, Tattoo-Shop. Weiß ich nicht. Geil, hier ist ein Tattoo-Laden. Das ist cool. Der einzige, der wichtig bin ich. Die wird beim Stochen gebissen. Beim Stechen gebissen. Beim Stechen gebissen. Na, nicht ganz mein Motiv. Wobei der Totenkopf hier unten sieht geil aus. Ich glaube, hier vorne ist wieder eine Witch. Watch out! Charger! Charger! We got a Charger! Guns here! Ja, hier sitzt er. Down. Sehr gut. Ich war gerade am Nachladen. Zwei hier. Tabletten! Wieder so ein Haufen. Reloading! Hey, I'm reloading! Reloading! We got pills here. Das erinnert mich irgendwie an die eine Bar aus dem aus dem Zombie-Film hier. Schon. Na, ah, Hilfe, Hilfe! Was, wo? Hilfe, ich wurde hier in den Graben reingezogen. Ich sehe nichts. Ja, und alle anderen sind runtergefahren, um mir zu helfen. Du bist ja oben gerade ganz alleine. Ich glaube nicht, dass ich nochmal runterkomme. Ich hab eine Rohrbombe. Alles gut. Oh nein, da ist ein Smoker. Ich hab's zurückgeschafft. Ja, bist du. Schwein gehabt. Ja, ist gerade die Musicbox angemacht und ja, haut ab. Schöne Musik. Ach, da ist die Bitch. Weapons over here. Was? Ah! Ne, das war's. Ich bin nicht down. Er singt ein Lied darüber, wie es ist, ein Zombie zu sein. Hm. Ja, auch gehört. Ist da oben was Interessantes? Das wollte ich eigentlich probieren, aber dann hat mich der Jockey erwischt und runtergezogen. Nein. Och, toll, ich hab einen Licker. Ein Smoker hinter euch, eine Meute. Ja, wirklich zu Tode. Ich krieg hier nicht ins Visier. Ja, der ist mitten drin. Ich bin jetzt dran.
Ich bin weg. Scheiße. Ich seh's. Naja, ihr kennt das Spiel, dann verfolgen wir unseren Nanoki hier im besten Action-Kamera-Style. Bis wir dich wiederfinden. Geiles Graffiti. Alles soll das gewesen. Faule Socke. Kann ich eigentlich auch den Bildschirm? Ja, kann ich. Dann habe ich mal ein bisschen Sendepause. Du kannst ja kommentieren. Ja, also der Nanoki, der erschießt jetzt hier die Zombies. Er hat dabei eine Spaß 12. Sehr bekannte Waffe, in sehr vielen Spielen sehr beliebt genutzt. Sie ist dafür bekannt, möglichst schnell zu schießen. Also eine gute Feuerrate. Ich glaube, eins der bekanntesten Arcade-Games, was sogar sehr, sehr geil ist und sehr empfehlenswert, ist House of the Dead 3. Weil da war es nämlich eine, oder die Hauptwaffe schlechthin, glaube ich. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo es weitergeht. Da kommst du, glaube ich, her, ne? Ah! Du kannst weitermachen. Nö, du musst mir erst die Tür öffnen. Ich weiß. Ja, hallo! Guten Tag! Lange nicht gesehen! Wie geht's euch? Ach, ich hab euch vermisst. Jetzt krieg ich eine scheiß Uzi, ey. Komm raus, Dreck, wir jammern hier. Digga, schau, was ich habe. Ein fettes LMG. Na, ich krieg Film gesponsert. Dann schnapp ich mir deine Spaß. Ja, da ist aber nicht mehr viel drin. Och, es geht. Ein Magazin komplett und dann noch 5 zum Nachladen und 8 Kugeln. Oh! Ah, ich weiß, wo es weitergeht. Du musst nochmal hier hochkommen. Kann ich das Geld mitnehmen? Was für ein Geld? Hier ist eine Menge Kohle. Anscheinend gab es hier irgendwelche Drogensachen. Und Knarren. Haufenweise. Knall. Ach, hier sind wir. Ich hätte jetzt einfach nach oben gehen müssen. Ja, gehst, komm wieder nach oben. Nee, ich komm schon, ich komm schon. Uah, Arschloch. Und ganz Ohr, und hier ist so eine Planke. Ach, das ist doch nicht dünn. Was sind das für Typen? Die haben wie? Ah. Das sind Überlebende, die gebissen worden sind, bestimmt. Ja, aber die droppen Sachen. Ja. Oh. Der Smoker hat verschärft. Ja. Und Coach interessiert sich für Scheißdreck. Oh, wie schön sie da runtergeplumpst ist. Schön, einfach schön. Und Coach springt natürlich runter, um sie zu retten, aber es ist zu spät. Ganz ehrlich, das tut mir jetzt überhaupt nicht leid. Ich freue mich darum. Marvin, ja? Das hier ist gerade für dich, glaube ich, der Himmel auf Erden. Aha, guck mal. Mollis! Ich spinne hier eine Runde Molotov. Und ich schmeiß da eine Galle-Bombe rein. Ja! Trottel! Scheiße! Lass ihn wieder rein! Ich will nicht hier draußen sein! Kommt runter! Ne, das MG will ich nicht benutzen. Ne, hier sollten wir nicht raus. Wo sind sie denn wieder? Okay, gut, dann würde ich sagen, raus. Genug Molotow Spaß gehabt. Genug Spaß mit der Spaß gehabt. Was für ein toller Wortwitz. Du hast keinen Molly, ne? Nee, nicht mehr. Ich heb mir meinen auf.
Wo rennen die alle? Ach, die wurden Couchfoot angekotzt. Boah. Jetzt hat er aber die goldene Arschkarte. Ich glaube, Coach ist gleich tot. Oh, hell no! Komm, ich drück dir mal. Give blood, warte, save lives. Nicht Mercy Hospital Outreach Program. Hier ist eine Mercy Hospital auf Spendenaufruf für Blut. Lol. Ja, da sieht man, dass eigentlich beides ach, miteinander ist verkettet ist. Das MG ist gut. Help, I need some help. Du hast das I need somebody vergessen. Maybe there's no zombies down here. Du kannst dann auch echt voll runterziehen. Ich arbeite hier! War das gibt ja ein Game? Ja. Lol. Das war mit dem Donnerschlag jetzt so laut im Kopfhörer, dass ich echt dachte, das wäre jetzt draußen. Nö, also ich habe jetzt gerade mal kurz aus dem Fenster geschaut. Ja, ich habe ein Fenster in der Nähe meines PCs. Ah. Und ja, der damit da ich einfach nicht Frischluft rein. Nein, nein, das Fenster ist zu. Ja, aber zwischendurch interessiere ich mich doch mal, wie das Wetter draußen aussieht. Und nicht nur. Nicht vom PC hocken und gammeln. So, das mache ich hier nebenbei, deswegen steht mein PC auch neben dem Fernseher. Ach nee, den Fernseher. Neben. Ja, ja, jetzt kommt's raus. Oh. Ja, da. Und Rochelle buckelt sich krumm. Reloading. Genauso kommt die Code. Reloading. Oh. Oh. Hier haben wir so eine Munition. Deploying frag round. Yes. This got me dead. Hier, hier hinten ist ein Defi. Naja, gibt ja. Oh. Alter. Let's not all start shooting each other now. Nicht? Ich dachte, das ist jetzt so Trend. Can we not shoot each other, you know? Ja, es wird zum Trend. Alter, wo sind wir hier gerade? Keine Ahnung, irgendwo underground. Mhm. Also im Untergrund so Häuser gebaut sind. Hier geht's anscheinend weiter. Oh, Medipack. Her damit. Let's get down these stairs. We got a hunter. Oh. Da ging er fliegen. Oh. Oh. Daneben! Naja. Unsere beiden Buckeligen sind aber auch dran, wa? Unterspiel? Ja, ne? Ich heile mich vorher. Hey, wait a second. I gotta heal. Ich brauche einen Heal. Hier ist noch ein Medipack. Ja, ich weiß, deswegen wollte ich mich auch mit ihm teilen. Da liegt ja noch eins. Oder? Ja, hier unter Wasser. Ja, von diesen, von den Geschützzimmer Überlebenden. Die dann doch infiziert worden sind. Die hatten ja immer Klamotten dabei auch noch. Hier ist auch noch was. Dann soll sich kurz mal heilen. Macht er glaube ich nicht. Doch, hat er gerade gemacht. Nimmt er sich jetzt auch das eine mit? Glaub nicht. Ja, warte, dann heile ich Rochelle. Da ist die Witch. Ich hab die Witch gefunden. Wow! Leute.
Das ist cool, mein gesamtes MG ist Sprengmunition. Geil. Ach, da hinten sitzt er. Mhm. Lass mich raten, wir müssen hier links hoch. Ja. Links, doch. Links. Nein. Wie denn? Hier ist kein Aufweg. Wir müssen mal rechts bestimmt hoch, oder? Ja, hier ist eine Leiter. Ja, super. Schnell. Wenn du ganz nah an der Wand bist, weißt du, ich nicht. Ja. Ihr solltet euch beeilen. Oh oh. War klar. Au! Schlampe. Reloading. Schlampe? Ich bin der Präsident, Schlampe! Dass hier überall Medipacks droppen, das finde ich irgendwie cool. Macht das Leben auf jeden Fall leichter. Ich glaube, jetzt wird's schwer. Medipacks, Munition, Safe Points. Müssen wir hier runter nochmal und dann. Wow. I'm gonna heal. Ja, wenn wir jetzt hier drücken, wird es wohl einmal laut werden. Ammo. That's some bullshit. Reloading. Okay. Santa Maria. Den Schnitzelwagen Santa Maria. I hit it. I tap that. Müssen wir jetzt durchs Wasser? Ich glaub schon, ne? Sie kommen. Warte, ich schmeiß was. Wir müssen durchs Wasser. Die Schaff ist ich weiß nicht, ob wir es hoch auf die Planke schafft. Und wir müssen laufen. Okay. Ne, ich hab den Sprung nicht geschafft. Ne. Boah, wie scheiße ist das denn, ey? Boah, und die kommen von allen Seiten gerannt, ey, wie scheiße. Ja, in Bewegung bleiben. Es gibt Deckung nach hinten. Charger, Charger. Scheiße, nun singelt. Ich gebe auf rechts. Stimmt jetzt, ich hab kein MG mehr. Immer weiter zum Schutzraum. Ja, ja, hier vorne ist eine Leiter. Jetzt haben wir das Futterstab. Hier oben. Komm, 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 komm. Geht nach hinten, Deckung. Immer weiter! Was sagst du so leicht? Ja, nee, stand hier! Ach du Scheiße, hier kommen noch mal welche. Die haben ein Shirt an von den Midnight Riders, geil! Hä? Die haben ein Shirt an von den Midnight Riders, da war wieder ein Survivor. Ja, wir haben es nicht geschafft. Ja, wir lassen den Alarm gerade hinter uns. Da kommen noch welche! Aua, ich bin weggepäst. Er hat mich, er killt mich. Ja, ich muss hier gerade auf Dinges aufpassen, dass ich nicht verrecke und hier. Meine Hackfresse. Kannst du mir 2 Sekunden decken? Ja. So, gut. Okay, ich bin wieder voll AP. Und jetzt los, 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 los. Hier hat er Medipack. Grafräuber. Okay. I'll hold on to these pills. I can use these. We'll pick me up. Let's get out. Ah! Wo seid ihr? Ja. Seid ihr hinter mir? Ich sehe euch nicht. Ja. Hier ist aber nichts. Ich sehe. Die kommen von unten. Jetzt kommt rein hier.
Marvin, komm, hier, Schutzraum ist ganz nah. Achso. Ne, ich hab nur den Dingens in Brand gesetzt, den Gang. Oh ja! Mensch! Ja, Wolski! Und nun folgt der letzte Abschnitt, der Hafen. Der Hafen. War aber ein geiles Level-Design, muss man sagen. Ja. I don't trust that biker. He better still be here. He'll be there. You know him that well. I just have a good feeling. You got a good feeling about every scumbag that lives on a bridge? Mm-hmm. That works. Na komm.